Hallo Löschen, mein Freund, herzlich willkommen hier zurück bei Charity Gamer TV. Hier ist wieder euer LPG Meyer und weiter geht's mit Mass Effect Andromeda. Wir sind auf dem ersten, ja, Habitat 7 gestrandet, auf den angeblich ersten goldenen Planeten, die goldene Welt, aber naja, wir sind erstmal abgestürzt und müssen jetzt schauen, wie es weitergeht. Verrückt. Diese Felsen da draußen fliegen. Terra Incognita. Boah, das schaut schon cool aus. Einige dieser Pflanzen sehen wie Tentakel aus. Ist das Wasser hier überhaupt Wasser? G? Was soll ich machen mit G? Oh. Tja, ohne Sam lässt sich schwer sagen, was das genau ist. Mutmaßliche pflanzliche Lebensform, 67% Wahrscheinlichkeit. Aha. Wer kann an so einem Ort überleben? Ich glaube, das will ich gar nicht wissen. Ah, Fortschrittspunkte gibt's damit, okay. Also man muss Sachen scannen. So, dann schauen wir mal. Was haben wir hier? Die Stürme hier scheinen nicht natürlich zu sein. Beim Absturz beschädigt. Ohne Nutzen für uns. Okay. Halt, Waffe weg. Mann. Brauchen wir doch jetzt noch nicht. Und was ist mit dir? Das Ding ist hinüber. Muss beim Aufprall passiert sein. Das erklärt, warum wir unsere Sam-Verbindung verloren haben. Dann schauen wir mal weiter, was wir so finden. Boah, das schaut schon cool aus. Also, oh, das wird kleiner Sicherheitshinweis. Nicht die Luft einatmen. Ich habe das auf die harte Tour rausgefunden. Verstanden. Auch wieder kaputte Sachen von unserem Raumschiff. Denken Sie, diese Energiewolke, die wir gesehen haben, könnte das alles verursachen? Laut Sam besteht sie aus dunkler Energie, aber sie ist im Weltall. Tja. Ah, sie ist eben eine krasse Wolke. Weiter Mitglied des Pathfinders. Eine Wolke, die Felsen fliegen lässt. Wird er geschossen? Was zum Nein, Teufel Blitze, ist das? Ui. Na los, kommen Sie, wir müssen da durch. Okay, umschalten und sprinten. Okay, das da hab. Das ist doch verrückt. Oh Gott. Bleiben Sie in Bewegung. Boah, Alter! Ah! Hui, sieht aus, als wäre es da drunter sicherer! Ist das real? Was zum Teufel stimmt nicht mit dieser Welt? Sie versucht uns umzubringen. Haben wir da irgendwas zum Scannen? Tja, versuchen kann sie's! Krass. Schauen wir diesen Pilz hier an. Was ist mit Ihrer Waffe? Sie sollten überprüfen, ob sie funktioniert. Schießen Sie mal auf diese Treibstoffzelle. Sie ist sowieso im Arsch. Was, Treibstoffzelle? Wo ist da eine? Ist das eine? Nö. Aber sie funktioniert. Ich sehe keine Treibstoffzelle. Naja, komm. Nachladen. Und zurückstecken. So. Funktionieren tut sie. 34 Meter noch. Oh, ach nee, da muss ich hinschießen. Ah ja, okay. Gut. Okay. Die Zielgenauigkeit lässt zu wünschen übrig, aber die Waffe funktioniert. Ja, cool, wir haben Jetpack. Da! Wenn wir diese Felswand hochkommen, haben wir unsere erhöhte Position. Was, wo? Na los! Ich bin nicht sicher, ob es hier sinnvoll ist, das höchste Objekt zu sein. Brennbare Ressourcen? Nee, da geht nichts. Naja. Gehen wir weiter. Ich glaube, ich sehe einen Weg nach oben. Wir können die Jetpacks einsetzen, falls nötig. Dann mal los! Ohne Höhle. Ich glaube, ich würde lieber ab. Noch mehr leuchtende Pilze. Machen die diese Geräusche? Nein. Die kommen aus dem Inneren des Berges. Ah. Mehrzellige, pilzartige Lebensformen. Bio.
lumineszentes Enzym registriert. Sonstiges, hohe Varianz von Zellmutation registriert. Analysezentrum ist momentan offline. Genau. Na dann, zurück. Eieiei. Wie hat mein Dad sie gefunden? Ich war ein Cop und später in einer Spezialeinheit. Echt? Ich erzähle ihm die Geschichte irgendwann mal bei einem Bier. Ja, dann komm hoch jetzt, komm. Gehen wir weiter. Oh, da ist ein Abgrund. Das wird knapp. Da müssen wir mit Anlauf ran. Dann komm mal mit. Ab und lauf und spring. Jawohl. Na los, wir kriegen das hin. Komm. Ja, super hast du es gemacht. Echt super. Ui, da explodieren schon wieder Steine. Alter. Ich glaube, ich kann die Spitze sehen. Ja, der ist erstmal nach unten. Komm hoch. Ah. Hat's geschafft. Machen Sie mal Platz. Danke. Was zum Teufel ist das? Ui. Ein Rätsel dafür erkennen. Lösen. Aber wir werden es rausfinden. Genau. Sie klingen wie Ihr alter Herr. Aber sowas von. Er hatte recht. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Nur was? Eins nach dem anderen. Ryder, das ist Fischer. Was, Fischer? Cool. Warten Sie. Dort. Erstkontaktprotokoll? Tödliche Gewalt nur unter Feindbeschuss. Sowas schreibt nur jemand, der nie im Einsatz war. Wie gehen wir vor? Wir befolgen das Protokoll. Bleiben Sie ruhig. Versuchen wir, einen guten ersten Eindruck zu machen. Ja, und wenn es nicht klappt, hat Fischer eine Kugel im Kopf. Ganz ruhig. Wir greifen nur zur Waffe, wenn es sein muss. Glaub nicht, dass Sie uns entdeckt haben. Neuer Jules! Er sieht uns. Ich brauche... Wir verstehen Sie nicht. Wir wollen nicht kämpfen. Dieser Mann gehört zu uns. Können Sie mir helfen? Neuer Jules! Das klingt nicht gerade freundlich. Was macht der andere? Hey! Ihr schlägt mein Freund? So nicht. Okay. Das war's. Alles okay, Fischer? So viel zum Thema Frieden. Danke, dass Sie eingegriffen haben. Ich wollte nicht kämpfen. Ich hätte es gern vermieden. Wir töten unsere ersten Aliens? Das war nicht der Plan. Oder? Pläne ändern sich. Zumindest wissen wir jetzt, was Sache ist. Es gibt hier Aliens, die uns töten wollen. Wir wissen noch nicht mal, was wir wollen. Aber wir sind noch die Aliens hier auf dem Planeten. Blutproben, würde ich sagen. Genau, wir sind die Aliens. Vielleicht verstehen wir sie ja nicht, oder sie verstehen uns nicht. Es ist eine neue Galaxie. Vermutlich gelten hier andere Regeln. Die brechen die Regeln jeder Galaxie. Warum gehen Sie so auf uns los? Ich weiß nur eins, Ihre Waffen sind genauso effektiv wie unsere. Wo sind die anderen? Tot. Kirkland und Greer wollten Hilfe holen. Ah, Kommt mein Bein! Geht's? Ah, ich glaube, es ist gebrochen. Gehen Sie und suchen Sie nach den anderen. Sicher? Ja. Finden Sie raus, wie wir hier wegkommen. Und erledigen Sie noch ein paar von denen. Wow, sehen Sie sich die Leichen an. Was sind das für Dinger? Was soll ich da machen? Ah, da geht nichts da. Überreste, mal schauen. Disruption-Munition. Schüsse betäuben Gegner und verursachen hohen Bonusschaden gegen Schilde. Gilt für die nächsten drei Magazine der derzeit ausgerüsteten Waffe. Ah.
Verfügbar. Cool. Behälter. Ich hoffe. Kann man da drin alles nehmen? Schildkondensat. Erhöht die maximale Schildleistung und regeneriert die über die derzeitige Schilde auf das neue Maximum. Der Boost hält an, bis die Schilde erschöpft sind. Okay, das rüsten wir auch gleich aus. Brandmunition. Nehmen wir mit. Wir finden es schon. Allerdings sollten wir die Gegend vorher vielleicht ein wenig auskundschaften. Genau, aber Sie sind der Aufklärungsexperte. Mach ihn. Ist auch noch was. Natürlich. Vielleicht muss ich den mit... Sah aus, als wüssten Sie mit einer... Ich habe hier keinen Kontakt zu Sam. Aber ich versuche mal, daraus schlau zu werden. Okay, organische Lebensform. Sie sind DNA-basiert. Ah ja. Und Ihre Panzerung scheint eine Art Knochenstruktur zu sein. Die Genetikdaten sind allerdings vollkommen chaotisch. Bazi. Das Leben hat hier offenbar eine andere Richtung eingeschlagen, was? Okay, dann also Bescheid. So. Weiter Mitglied des Pathfinder-Teams finden. Okay, dann müssen wir, wo müssen wir lang? Hier rein. Okay, dann wollen wir mal. Hopp, hopp, halt, das kann man da machen. Was ist da los? Nichts. So, wir gehen da mal und hoffen mal, dass wir Überlebende finden irgendwo. Krass, Mann. Uiuiui. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Gut. Der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope. Hören Sie das? Und geschossen. Das sind Feinde. Sie haben ihn erschossen. Wenn Sie einen Kampf wollen, können Sie ihn haben. Ja, wo sind die anderen? Ah. Einer ist da noch. Ups, nachladen. Das war der letzte. Da liegt da. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Kirkland es geschafft? Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Er wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit Ihnen umgehen, wenn Sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Genau. Schade eigentlich. Wer weiß... Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Gree ist noch am Leben. So, damals Waffenrad, 300. Sturmgewehr. Genau. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Mhm. Sieht ja cool aus. Mit G scannen, okay, dann machen wir das mal. Muss ich wahrscheinlich weiter zurück. Da geht gar nichts. Ah, hier. Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Unsere Evolution hat sich 2 Millionen Lichtjahre entfernt abgespielt. Ganz schön unheimlich, wenn man so darüber nachdenkt. Hm. Schauen wir mal, was man damit machen kann. Gar nichts wahrscheinlich. Oh, nochmal G. Also muss noch mehr geben. Ah, hier haben wir noch was. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm.
Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Ja, sieht so aus. So, dann schauen wir mal weiter. Crew. Weitere Mitglieder der Pathfinder-Teams finden. Operation Queer finden. Okay. Optional Queer finden. Den finden wir natürlich auch. Irgendwo. Was haben wir hier jetzt? Kann man das scannen, das Zeug hier? Ja. Funktion unbekannt. Alles unbekannt. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Und, ja, wir sind schon wieder am Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, und dann suchen wir beim nächsten Mal Krier und andere Mitglieder. Also bis dann. Tschüss.